Wenn wir die Diskussionen hier beobachten in Lüneburg, so finde ich, dass eine Selbstvergewisserung dessen stattfindet. Wo stehen wir? Was wollen wir erreichen? Was sind die Themen, die uns als junge Menschen bewegen, als Studierende bewegen? Und das findet in einer Auseinandersetzung in verschiedenen Formen statt. Und das ist etwas, was ganz wichtig ist fürs Studium oder auch für Studierende, eine Selbstvergewisserung zu haben und an dieser zu arbeiten. Und das ist der Kern dessen, was ich in den letzten 2,5 Wochen beobachten konnte. Als neben dem Schritt im Hörsaal besuche ich die Webseite Hörsaal 1 natürlich regelmäßig. Und die wächst und informiert ja auch über die Themen und die Schwerpunkte, die besprochen werden. Dann gab es nach einer Woche ja ein E-Mail, Hallo Menschen, was sozusagen auch die Offenheit und Verbundenheit ja zeigt, dass es hier nicht nur um ein Anliegen von 30, 40 Diskutanten geht, sondern eines, was auch darüber hinaus reichen soll. Und das sieht man ja auch am zweiten Mail und an den Forderungen, die formuliert werden, mehr Geld für alle Bildungseinrichtungen, dass es um ein Anliegen geht, was also weit jetzt über das Studium oder die einzelne Hochschule hinausreicht. Ein zweiter Diskussionsbereich sind die Medien, die ja sehr vielfältig das Thema aufgreifen. Und ein dritter natürlich der Austausch mit Kollegen. Ich war sicher in den letzten 2,5 Wochen an verschiedenen Universitäten, sodass man da die Chance hat, einerseits auch mit Studierenden, aber auch mit Kollegen zu sprechen. Was sind denn die Themen bei euch? Welche Formate werden gewählt? Und welche Schlussfolgerungen sind daraus zu ziehen? Sie haben Leipzig angesprochen, die Sitzung der HRK. Das ist ja ein sehr traditionsreiches Gremium, was jetzt mit den Formen, die für den Protest gewählt werden, weniger umgehen kann. Ja, das hat sozusagen Sitzungsformate, die sehr hoch vorstrukturiert sind, wo Entschließungen vorbereitet sind, die dann im Wesentlichen eigentlich abgestimmt werden. Und das hat man da deutlich erlebt in Leipzig, ja, dass auch die Vitalität unter den Rektorinnen und Präsidenten verschieden ist, mit den Themen umzugehen. Und insofern, das war sehr eindrücklich. Im Übrigen fand ich die Gruppe, die am Montag da in die Sitzung der Mitgliedergruppe Universitäten kam, sehr engagiert. Ja. Die haben sozusagen auch nonverbal einen ganz wichtigen Markstein gesetzt. Uns geht es hier um ein Anliegen, was eigentlich mit der Zukunft der Gesellschaft zu tun hat. Ein Protest ist immer zum richtigen Zeitpunkt, nämlich dann, wenn diejenigen, um deren Anliegen es geht, feststellen, man muss mehr tun als im gewöhnlichen Betrieb. Das heißt, für mich ist nicht zu früh oder zu spät, sondern jetzt ist der Moment, wo eine große Gruppe an verschiedenen Hochschulstandorten über Deutschland hinaus sich mit dem Thema, welche Erwartungen haben wir an Bildung, welche Erwartungen haben wir an das Bildungssystem, was sind die Themen, die wir für die Zukunft brauchen, beschäftigen müssen. Also drum meine Aussage wäre, es ist der richtige Zeitpunkt. Das verstehe ich, zumal natürlich er und wir alle die Gelegenheit hatten, ein Studium zu haben, was die Gesellschaft voll bezahlt hat, ohne eine Art, sagen wir mal, Steuer, die zusätzlich für das Studium zu entrichten ist. Und insofern ist das eine Solidarität unter Akademikern, die zu begrüßen ist. Wenn ich mir die Diskussionen der letzten 3,5 Jahre hier ansehe, dann ist, glaube ich, das Gegenteil von Lethargie zutreffend. Wir hatten mehr als 45 Senatssitzungen, alle mehrere Stunden Dauer mit
sehr emotional geführten Debatten auch. Da ist also das Gegenteil von Lethargie. Da ist ein ganz großes Involvement und eine Auseinandersetzung. Und das Interessante ist, wir haben für viele Themen sehr viele Sitzungen der Diskussion gehabt, aber zu fast allen Themen ja eine sehr große Mehrheit gewinnen können. Das heißt, die Entwicklungsschritte sind so ausführlich besprochen worden in den verschiedenen Gremien, dass eine Konsensbildung und auch Mehrheitsfindung möglich wurde. Und insofern ist, glaube ich, das Gegenteil von Lethargie gerade zutreffend für die Leuphaner. Ich würde davon ausgehen, dass es den Studierenden gelingt, eine Reihe von Themen, die jetzt die Hochschule betreffen, zu formulieren, Themen, die wir hier auch bearbeiten können, und auch Themen, die sie politisch über ihre Möglichkeiten einbringen. Das ist ja auch ein Teil, die Studierenden sind ja auch Bürgerinnen und Bürger des Staates und dass sie da ihre Möglichkeiten auch nutzen. Die Themen, die wir hier für die Entwicklung der Uni haben, betreffen beispielsweise das Studium. Wie können wir die Bildungschancen erweitern? Das sind Wahloptionen innerhalb eines Majors, das sind aber genauso auch Studien- und Prüfungsformate, die beispielsweise stärker die Formulierung eigener Standpunkte einfordern, als nur das Abprüfen von Wissen in Klausuren. Und das sind, glaube ich, ganz verschiedene Ebenen, ja, auf denen man diesen Diskurs weiterführen wird, so konkret, was eine einzelne Lehrveranstaltung betrifft, aber auch das Bewusstsein, dass Bildung ein ganz wichtiges Anliegen eigentlich von allen gesellschaftlichen Gruppen sein muss. Und drum, wenn wir jetzt auch in unser Programm schauen, der jeden Woche, ja, wir haben, als der Bildungsstreik begonnen hat, hier am selben Tag auch eine große Diskussion zum Thema Armut und Seuchen gehabt, im Rahmen des Leuphana-Semesters, eine Veranstaltung, die ja für alle Studierenden offen steht. Und ich glaube, es ist auch unsere Aufgabe, dass wir diese Themen adressieren und zum Teil der Lehre werden lassen. Und da hoffe ich auch und da weiß ich auch, dass es eine ganze Reihe von Anregungen aus dem Kreis der Studierenden gibt, dass auch einige deswegen hier sind.